Ja, hallo, liebe Angelfreunde. Hier ist wieder der Underwater Frank. Heute mal mit einem besonderen Video. Einfach mal, um zum Beispiel vom Bierstübchen die Turniere so ein bisschen zu bewerben. Also zurzeit haben wir das Pull the Pike Event, was jetzt zum Beispiel heute an dem 23. April, also von Samstag zu Sonntag geht das los. Und kommende Woche am 1. Mai haben wir das Ultralight-Pack-Event, was der Tampi erstellt hat. Es gibt dabei 3 DLCs zu gewinnen, also 3 Ultralight-DLCs. Ja, und der Austragungsort ist zum Beispiel Texas, der Lone Star League. Oder nicht zum Beispiel, sondern es ist Texas. Das Event startet am 1.5. um 0:01 Uhr und endet am 1.5. um 23:59 Uhr. Anmeldeschluss ist der 29.4. um 22 Uhr. Ja, also man muss auf jeden Fall im Bierstübchen registriert sein und die Anmeldung erfolgt dann über den Kalender. Wenn man erfolgreich angemeldet ist, kann man sich im Kalender dazu eintragen. Ja, nochmal zu den Regeln. Also jeder Köder ist erlaubt. Es geht um den kleinmäuligen Büffelfisch. Seht ihr hier, sehr schön von Tampi auch dargestellt. Kann ja auch nochmal größer machen hier. Na gut, viel größer geht da nicht. Ja, und also eine Einschränkung ist, ihr braucht den Fischhut S. Also der Setzcacher Fischhut S muss ausgerüstet sein. Den gibt es halt ab Level 10. Ja, und da geht es dann darum, so viele kleinmollige Fische zu fangen. Und wer am dichtesten an die 10 Kilogramm rankommt, der gewinnt. Und es gibt dann halt auch zum Beispiel ein Stechen, wenn es jetzt Gleichstand ist. Ja, und dann wird halt sortiert nach dem höchsten Gewicht. Und dann einfach den Screenshot an Tampis E-Mail-Adresse schicken. Ja, und Einsendeschluss ist dann der 2.5., also ein Tag da drauf nach dem Event. Ja, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier schön, warte mal, ich guck mal gerade. Nee, Trophäen hat er jetzt noch keine erstellt, aber da denke ich mal, wird er auch wieder eine Trophäe erstellen. Ja, also wenn ihr dabei mitmachen wollt und von den 3 Gewinnern dazu zählen wollt, von dem Ultralight Pack, ja, dann meldet euch einfach bei uns im Bierstübchen an, kommt in unser TS, stellt euch kurz vor, dann reden wir kurz ein bisschen und wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht offizielles BAT-Mitglied sein, sondern es reicht wirklich, wenn ihr im Forum angemeldet seid und dann könnt ihr euch darüber, ja, genau, anmelden und dann euch qualifizieren für das Event. Ja, und nochmal ein kleines Video jetzt machen, würde ich jetzt nochmal schnell machen wollen. Über das jetzige Event, also jetzt geht es gerade bei uns um die Hechte in New York. Und da habe ich mir jetzt einfach mal die Tora 290, man kann aber auch die Jigmine 270 ausrüsten. Und mit der Tora 290, der Espira 3500, der Fluoro Schnur 0,28 mm und der 21 Gramm Casting Spoon. Mit dem will ich jetzt zum Beispiel auf den Uni Kettenhecht gehen. Ja, und ja gut, das Event läuft jetzt halt schon, deswegen könnt ihr euch da jetzt nicht mehr anmelden. Da hatte Tampi ja schon vor einer gewissen Weile ein Video zugemacht. Ich werde das auf jeden Fall auch nochmal verlinken, Tampis Channel. Und wie gesagt, ihr könnt euch auch einfach ein Bierstübchen registrieren und ja. Und dann könnt ihr da auch mitmachen bei unseren Turnieren. Also, ne, wünsche ich euch auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, ne, dass wir dann zusammen im TS sind, zusammen auch im Chat sind und wir dann zusammen das Turnier bestreiten können. Also nächste Woche Sonntag geht das Turnier los. Wie gesagt, Einsendeschluss ist, glaube ich, der 29. war das, genau. Ja, und da würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. So, ausgerüstet sind wir, dann gehen wir jetzt auf den Steg und gehen mal hier zu dem Kammerjäger in den Chatraum rein. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt alleine drin ist oder ob es hier noch ein paar andere sind. Mal gucken. Ne, wir sind alleine hier. Schreibe ich mal kurz guten Tag. So. Okay. So, dann versuchen wir jetzt mal, ich spule mal jetzt auf 15 Uhr vor, versuchen wir mal den Kettenhecht zu fangen. Mal sehen, wie viel Glück oder wie schnell wir denn Glück haben. So, 15 Uhr bei Sonne ist immer ganz gut bei Kettenhecht. Und dann seht ihr hier hinten, genau, jetzt ist der Nebel auch weg. Und dann müsst ihr ungefähr auf 70 Meter ranwerfen, also so 65, 70 Meter sollten es schon sein. Und dann hier so an die Schilfkante, so über die Seerosen hinaus und dann habt ihr schon mal die richtige Stelle. Ich mache mal jetzt Einholgeschwindigkeit auf 2. Die Bremse können wir ruhig mal ein bisschen höher machen hier. So, und dann mal gucken, ob wir da vielleicht einen Biss kriegen. Ja. Es kommt jetzt auch, habe ich auch gehört, oder auch gelesen jetzt bei Steam, dass es jetzt auch offizielle Turniere geben soll von Fishing Planet direkt.
Das nennt sich dann Fishing Planet International Pro Series, aber dazu habe ich auch noch keine näheren Informationen, wann das startet. Und ja, der Achilles hatte darüber gestreamt. Aber ja, konkrete Informationen gibt es dazu noch nicht, sollten aber dann auch bei Steam veröffentlicht sein, wenn es dazu weitere Informationen gibt. Ja, der Fisch beißt hier meist so, ja, 30, 40, 50 Meter so in dem Dreh. Oh, ich glaube, jetzt beißt hier nichts mehr. Holen wir mal schneller rein. Glaube ich auch nichts hinterher, ne. So, und wieder raus. Ja, das ist so einer der ersten einzigartigen, die man fangen kann hier im Spiel, der New York, der Kettenhecht. Der geht auch so bis an die 3 Kilo, ein bisschen drüber sogar. Und, ja. Also da kann man sozusagen sein erstes Gold verdienen. Oh, oh, da ist schon einer dran. Das könnte... mal die Bremse ein bisschen höher. So, Bremse auf... Das ist jetzt 10. Nee, 8. 8 ist die Bremse. Aber sieht jetzt noch nicht wie ein einzigartiger aus, weil der würde noch ein bisschen weiter rausschwimmen. Aber ein Trophy könnte es auf jeden Fall sein. Die Bremse hat sich ja so schon mal ganz gut angehört. Ja, wie gesagt, also Level 14 wäre schon nicht schlecht für den einzigartigen Kettenhecht, weil ihr dann nämlich auch auf, mit den Routen dann auf die gewisse Weite rauskommt. Deswegen würde ich da schon empfehlen, Level 14 und auch mit dem Köder. Mal gucken, was das hier ist. Schauen wir mal. Oh, 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 was hat er zu tun hier? Ah, das ist normaler Kettenhecht, okay. Probieren wir nochmal. Man kann ihn hier auch mit Pose angeln, aber ich glaube dazu sind dann schon ja, höhere Köder notwendig. Also da muss man glaube ich mit Shiner oder sowas, wäre hier glaube ich nicht schlecht, um den mit Pose zu angeln. Und das ist dann ja halt Level 17 Köder, ne? Also von daher. Oh, mal ein bisschen entspannt hier in New York angeln. Mal ein bisschen üben fürs Turnier heute Abend oder heute Nacht besser gesagt. Oh, oh. Ah, nee. Der würde weiter rausziehen. Also ein einzigartiger, der hört sich dann schon mehr von der Bremse her schon anders an, wie ihr auch wisst, ne? Das ist, denke ich mal, wieder ein normaler. Zieht hier seine Kreise oder seine Schlängelinien hier. Oh, doch ein Trophäengröße, 1,4 Kilo. Na gut. Also ich glaube, die Uni geht, glaube ich, ab 2 Kilo los. Ja, und nochmal danke an den Tampi für die... für das Engagement und für die, ja, für die Planung der Turniere finde ich sehr schön von ihm. Der da so viel Zeit und Mühe investiert und dazu jetzt auch Videos macht. Finde ich wirklich super. Man kann den Fisch ja jetzt auch neuerdings ein bisschen lenken, ne? Wie ihr vielleicht wisst mit dem dynamischen Fisch-Update. Und den so ein bisschen die Richtung bestimmen kann. Versuchen wir mal, ihn ein bisschen hier rüber zu ziehen. Und da kommt er auch schon. Ja, an der Stelle würde ich sonst erstmal einen Cut machen und dann blende ich wieder ein, sobald ich dann wieder einen einzigartigen habe, ne? Alles klar, Leute. Vielen Dank erstmal.
Oh, was ist das? Hört sich ja ganz komisch an. Was hat der denn geflackert? Jetzt schwimmt er raus. Das, wenn er jetzt auf 60 Meter geht, dann wage ich eine Vermutung abzugeben. Oh ja, da haben wir den Uni dranne, da haben wir den Uni dranne. Oh yeah, Baby, Baby, jawohl. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So, ich habe 125 Meter Schnur drauf. Hoffen wir mal, die Schnur reicht. Sollte eigentlich bei dem See reichen. Oha, er zieht ab. Er zieht ab. Versuch alles. Bremse auf. Na, nicht 11, aber Bremse auf 8. Ich setze alles dagegen, was ich habe. Und wir versuchen ihn rauszuholen. Den Uni-Kettenhecht. Oh, er geht auf 84 Meter. 85. Nein, Johnny. Johnny, bleib hier. Nicht so weit raus. Oh ja, jetzt bleibt er kurz stehen. Das ist sehr schön. Sonst wird mir die Schnur auch irgendwann. Wird die Schnur nicht mehr reichen. Jetzt versuchen wir ihn Meter für Meter. Setzen alles dagegen, was wir haben. Und er schwimmt wieder raus. Er schwimmt wieder raus. Wir setzen alles dagegen, was wir haben. Komm, Johnny. Johnny. Come on. 100 Meter. Oh Gott. Und alles. Alles hauen wir dagegen. 104 Meter. Er bleibt stehen. Er kann nicht mehr. In Runde 3 geht er K.O. Hoffen wir mal, dass er nicht. Oh, er gibt wieder Gas. Er gibt wieder Gas. Das ist nicht gut. Wir haben nicht mehr allzu 4 Meter Schnur. Oh Gott. Komm ran hier, Johnny. Johnny. Oh, er kämpft weiter. Er kämpft weiter. Was für ein Kampf. Was für ein Kampf. Runde 4 beginnt. Come on. Komm ran hier. Komm ran hier, Johnny. Oh Gott. Oha. Jetzt holen wir einen Meter für einen Meter. Holen wir ihn jetzt rein hier. Komm, 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 komm. Ich kann die Bremse leider nicht höher stellen, weil sie sonst im roten Bereich ist. Und ich möchte jetzt keinen Schnurriss bekommen. Come on, Johnny. Wir geben alles. So, Meter für Meter kurbeln wir ihn ran. Gibt er auf oder kämpft er nochmal? Was macht er? Was macht Johnny? Johnny, gibt er auf oder kämpft er nochmal? Johnny gegen den Unterwasser-Frank oder auch AKA Mutworter Frank. Ah. Wir kämpfen hier, wir kämpfen, wir kämpfen. Wir kämpfen gegen Johnny. Achtunddreißig Meter. Jetzt. Es näher, sein Ende naht. Der Kampf geht vorbei. In Runde 12 doch noch das K.O. Er kommt, er kommt. Johnny kommt auf uns zu. Ist es ein Riese oder ist es nur ein kleiner? Was ist es? Was ist das? Es sieht schon recht groß aus, sag ich mal, für den See. Oh, was ist es? Was ist es? Es ist ein einzigartiger Kettenhecht. 3,037 Kilogramm, 76 Zentimeter. Wuhu! Sehr schöne Sache, sehr schöne Sache. Halt mal ein bisschen die Sonne hier. Hier ist kaum Sonne. Johnny, Johnny, wir haben gewonnen. So, dann gucken wir mal, wie viel Geld er jetzt gab. Schauen wir uns das mal an. Was haben wir denn hier gefangen? Das war auf jeden Fall mein schwerster, den ich bisher rausgeholt habe. Der gibt 6 Gold. Sage und schreibe 6 Gold ist, sag ich mal, für den zweiten See, den man bereisen kann, doch schon recht viel. Wir gucken einfach mal, auf welchem Platz wir jetzt hier gelandet sind. Emerald Lake? Nee, Quatsch. Wir sind beim. Doch, Emerald Lake. 3, ja, da würde ich mich hier, glaube ich, irgendwo einordnen. Wie schwer war der jetzt? Nee, 3,037. Okay. Gucken hier. Emerald Lake, 3,037. Na gut, ist doch schon ein bisschen weiter unten. Aber wir gehören zu den schwersten. Welchen Platz haben wir?
Wir haben den 24. Platz ab morgen. Alles klar. Gut, das wäre es dann erstmal zu der Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei dem nächsten Turnier dabei seid. Also bei diesem Ultra-Pack-Event vom Bierstübchen, organisiert von dem Tampi. Ich würde mich freuen, ihr könnt schöne Preise gewinnen, eine Menge Spaß. Meldet euch einfach im Forum an und den Rest klären wir dann im TS. Und wir geben euch gerne Tipps, ja, also jeder hilft sich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Euer Underwater Frank. Tschüss.